Nein, dieses Video ist nicht für euch, liebe Audioprofis, die ihr teure Anlagen habt, die ihr alle Details und Standards kennt. Nein, dieses Video ist für Leute wie mich, die sehr, sehr gerne guten Ton haben, sich aber nicht wahnsinnig damit beschäftigen wollen, die ein bisschen bequem sind und sich nicht herumärgern wollen. Falls ihr zu dieser Gruppe gehört, unbedingt dranbleiben, Abo abschließen und... Dann schauen wir uns jetzt den neuen Beam von Sonos an. Ja, da kommt sie schon, die schöne Box. Wirklich, Sonos macht immer sehr schöne Verpackungen. Aber wir sind ja nicht hier wegen der Verpackung. Wir wollen sehen, was drin ist. Also machen wir das Ding mal auf. Den Beam zweite Generation. Er heißt übrigens nicht Beam 2, sondern Beam zweite Generation. Zweitgenerationen-Beam. So, da kommt er im Sonos-typischen Filzmantel mit dem Siegel. Machen wir mal auf. Ja, selbst ich als gefürchteter Unboxing-Pfuscher habe Freude an Sonos-Geräten. Die sind wirklich immer schön verpackt. Sehr durchdacht und nicht zu viel Blödsinn rundum. So. Da haben wir den Lautsprecher. Wir schauen ihn nachher noch genauer an. Ja, sehr schlicht. Sieht eigentlich aus wie der Vorgänger. Aber da kommen wir auch noch dazu. Spannender ist nämlich noch was anderes. Nein, nicht die Anleitung. Die brauchen wir hoffentlich nicht. Aber mal schauen, so sicher kann man sich da ja nie sein. Nein, spannender sind die Kabel. Das habe ich ja damals beim Arc kritisiert, dass die Kabel schwarz waren. Ich bin ein großer Fan weißer Lautsprecher und wenn man da schwarze Kabel beilegt, ich weiß ja nicht. Sonos hat es auch eingesehen und jetzt, tada, das HDMI-Kabel ist weiß. Und ihr habt es erraten oder vielleicht schon gesehen, auch das Stromkabel ist weiß. Das sind Kleinigkeiten, aber das macht halt doch viel aus, wenn Leute sich einen weißen... Ja, das Optikding, da ist immer noch schwarz, aber das brauche ich eh nicht. So, da haben wir den Lautsprecher. Hinten übrigens jetzt auch weiß, da war es früher auch schwarz. Mit Strom, Sonos-Knopf, Netzwerk und HDMI. Nur ein HDMI. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die größte Neuerung, die Oberfläche ist jetzt Plastik und nicht mehr dieses Textildings. Ist Geschmackssache, was man lieber mag. Oben sieht es immer noch gleich aus. Oben hat es die üblichen Sonos-Knöpfe drauf. Sieht man fast nicht da, Blende ein bisschen zudrehen. So, jetzt sieht man's. Mikrofon hat er auch drin. Ja, was will man noch mehr? Die üblichen Bedienelemente. So, jetzt, worauf ihr gewartet habt, der Größenvergleich. Das unten ist der Sonos Beam zweite Generation und oben der Sonos Arc, das teurere Modell, fast doppelt so teuer. Nur fast. Frage ist natürlich, welches mag man lieber? Kommen wir nachher auch noch dazu. Jetzt geht's mal um die Optik. Der neue Beam, wie auch schon der Vorgänger, optisch sind sie ja kaum zu unterscheiden. Ich habe leider keinen Beam 1 hier. Ist viel kantiger. Der Arc ist runder und geschwungener. Sieht man im Profil noch besser. Oval versus ja dieses Zylinderdesign des Beam. Ich mag das Zylinderdesign des Beam ehrlich gesagt lieber. Sieht ein bisschen aus wie die alten schönen braunen Geräte, falls ihr euch erinnert. Aber beide Geräte sehr schlicht und unaufgeregt. Dem Sonos-Schriftzug da drauf. So, dann wollen wir mal Arc weg. Beam daher. Sodala, hört ihr übrigens auch schon die Böden knarren? Bei uns immer ein Problem. Kommen wir auch noch dazu. Jetzt mal schnell einrichten. NFC. Ja, habe ich immer ein bisschen Mühe mit diesem NFC. Irgendwie funktioniert es dann nicht. Und nochmal probieren. Irgendwo muss doch dieser NFC-Ding sein. Glücklicherweise wechselt Sonos dann jeweils auf die Akustikerkennung. Muss man ja nur noch Mikrofonrechte gewähren und schwupps, dudelt der Beam Geräusch. Das iPhone hört's und 3, 2, 1, ja, verbunden. Viel einfacher als mit dem NFC, da habe ich immer Probleme mit. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur blöd an. Dann, da beschleunigen wir ein bisschen. Ich wollte mir ja nicht beim Installieren eines Lautsprechers zuschauen. So, fertig, geschafft. Und jetzt kommt der spannende Teil, das Testen und Vergleichen. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme, gerade für Audiotests.
der Spider-Verse. Großartiger Film. Ja, einer meiner Lieblingsfilme für solche Tests. Aber Schluss mit Voiceover. Ich kann ja jetzt wieder in diese Kamera sprechen. So, weg damit. Frisur noch schnell halbwegs richten, ist immer ein bisschen ein Dilemma mit diesen Videos, dass man so auf seine Frisur achten muss. Aber wir müssen nicht über Frisuren sprechen, wir müssen über den Beam Zweitgenerationen-Beam sprechen. Was für ein holpriger Name. Aber klar, es ist eine kleine Verbesserung. Es ist dieselbe Lautsprecher-Hardware, einfach mit besseren Prozessoren, dass es den Sound besser im Raum verteilen kann. Haben wir ja damals schon bei der Ankündigung besprochen. Es sind kleine Verbesserungen, aber es sind sehr willkommene Verbesserungen. Ich habe den Beam jetzt, wie lange habe ich ihn ausprobiert? Über eine Woche hatten wir ihn und ja, ich war ein Fan des alten Beam. Ich mag den neuen Beam auch. Klarer Fall, wenn man jetzt einen Beam kauft, würde ich den neuen kaufen. Außer man findet einen unglaublich guten Deal auf dem alten Beam. Auf dem alten Beam, ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Bean wie Mr. Bean sage. Nein, auf jeden Fall eine sehr gefreute Sache, dieser Beam-Lautsprecher. Er hat die gute Größe, er sieht schön aus, er ist schick, man kann ihn kinderleicht einstecken, anschließen, muss nichts können. Und was ich bei Sonos ja sowieso immer sehr schätze, es funktioniert mit der Sonos-App, die nutze ich nie. Ich nutze immer AirPlay von Apple oder Spotify Connect. Das kann er alles auch, ist ein großartiger Akustik-Musik-Lautsprecher. Ich bin sehr zufrieden mit dem Beam, zweite Generation, wirklich ein gutes Gerät. Aber ich habe es am Anfang des Videos gesagt, ist nichts für Audioprofis, dieses Video, weil jetzt wird's ein bisschen frustrierend und technisch und die Audioprofis werden dann sagen, ach, dieser Zeier wieder, dieser Pfuscher, warum hat er nicht den neuesten Fernseher, warum? Weil die zweite Neuerung oder die andere Neuerung beim neuen Sonos Lautsprecher ist, dass er jetzt Dolby Atmos kann und ja, ich habe immer nur Ärger mit diesem Dolby Atmos. Wir haben einen Fernseher gekauft, anfangs 2020, war aber das 2019er Modell von Samsung und der hat nur einen ARC-Ausgang. Inzwischen ist E-ARC üblich und unser Fernseher ist zu alt, um mit den Sonos-Lautsprechern Atmos-Ton zu kriegen. Ja, das ist alles so, ich habe sicher wieder 2 Stunden lang Demo-Dateien von Dolby runtergeladen und geschaut, wie kriege ich sie zum Laufen auf den Sonos-Lautsprechern. Ich habe da ganz viel rumprobiert. You're listening to the Dolby Digital Companion Track, not the Dolby Atmos Track. This disc is intended to demonstrate. Ich hoffe, alle, die sich einfach das Unboxing und alles anschauen wollen, sind weg und ersparen sich das. Also wer Atmos haben will, man braucht den allerneuesten Fernseher mit E-Arc und dann muss noch die App im TV es unterstützen, das Abspielgerät. Ich habe auch mit dem Apple TV experimentiert. Das ist alles ganz kompliziert. War letztes Mal schon mit dem Sonos Arc mühsam, weil ich einfach zu alten Fernseher halt habe und damals hat es noch funktioniert, wenn man Testdateien auf einen USB-Stick geladen hat. Diesmal ist es nicht mehr gegangen. Vielleicht hat Samsung irgendetwas an der Software verändert. Keine Ahnung. Also wer jetzt unbedingt Dolby Atmos haben möchte, sollte schauen, dass er einen neuen Fernseher hat, weil sonst wird es sehr, sehr schnell frustrierend. Ja, es gibt so ein Splitter-Gerät. Ich habe mir das auch mal angeschaut und überlegt, ob ich mir so eins kaufen soll. Aber ich habe dann gefunden, für einen Test ist es mir ein bisschen zu teuer. Damit kann man das Problem eigentlich elegant lösen. Weil das Problem ist ja, das Abspielgerät mag Dolby Atmos können, aber es kriegt es nicht in den Lautsprecher rein, in den Beam. Und dieser Splitter ist gedacht für Geräte wie den Apple TV. Da wird gleich im Splitter getrennt, der Dolby Atmos Ton wird weggenommen und kommt direkt in den Lautsprecher und geht nicht über den Fernseher, weil der Fernseher kann ihn dann nicht weiterleiten und ja, ist alles ganz, ganz frustrierende Sache mit diesem Dolby Atmos. Sollte man sich nicht rumärgern, weil man steckt den Lautsprecher einfach ein und es klingt großartig, muss sich wirklich nicht drum kümmern, alles funktioniert. Klar, es ist nicht Dolby Atmos, aber es klingt trotzdem gut und wenn man den Vergleich nicht hat, merkt man es auch nicht. Bei mir ist zu Hause, was ich privat nutze, das sind ja Testgeräte. Ich habe mir damals, ist ein bisschen frustrierend, weil man kann sie ja nicht mehr kaufen, 2 HomePods von Apple gekauft, die zusammen mit dem
Apple TV ein wunderbares Soundsystem geben. Ja, ich habe sie unter den Sofas und den Sesseln zum Schrecken der Audioprofis, aber es klingt trotzdem toll. Damit habe ich wirklich wunderbaren Raumklang in der Wohnung und muss mich um nichts kümmern, wirklich sorglos Dings. Ich hoffe wirklich, Apple bringt die irgendwann zurück. Aber zurück zum Sonos Beam. Wie gesagt, selbes Fazit wie beim Arc, einfach in den TV einstecken und vergessen. Es klingt großartig und man wird sehr viel Freude haben. Außer es kommt irgendwann ein Audio-Nerd zu Besuch und der sagt, aber das ist ja gar nicht Dolby Atmos, da musst du noch irgendwie, und dann geht er irgendwie in die Fernseheinstellungen und kriegt es vermutlich auch nicht hin. Und falls er es doch hinkriegt, hurra, aber ist einfach ein wunderbarer, sorglos Lautsprecher, klingt großartig, Musik darauf macht so Spaß, ich mag diese Lautsprecher, ob sie jetzt dieses Atmos haben oder nicht, ach um Himmels Willen. Ist wirklich jedes Mal wieder mühsam. Man könnte es natürlich auch einfach lösen, wenn Sonos zwei HDMI-Eingänge machen würde, aber das wäre wieder ein bisschen kompliziert bei der Installation und ja, immer die alte Leier, dieses blöde HDMI, was ich da schon Zeit reingesteckt habe in diese dummen Standards, wirklich ärgerliches Thema, vor allem wenn man eben bedenkt, dass es so ein toller und bequemer Lautsprecher ist. Einen Kritikpunkt habe ich noch, Sonos hat ja dieses TruePlay, ihr wisst, dass habe ich irgendwo ein Handy zur Hand, wo man den Lautsprecher noch auf den Raum anpassen kann. Da muss man da mit dem Handy so rumlaufen. Das funktioniert bei mir zu Hause auch nicht. Ihr werdet jetzt sagen, was ist Raphael für ein Lautsprechertester, wenn nichts bei ihm funktioniert? Ja, ist wirklich so. Unser Fernseher ist zu alt und die Wohnung ist auch zu alt, weil wir haben so knarrende Böden und das stört diese Audiomessungen immer. Darum mag ich den Sonos Roam so sehr, den kleinen Lautsprecher, den portablen von Sonos. Der kann das von alleine, da muss man nicht mit dem Handy rumwedeln. Der hat ein Mikrofon drin, der hört, wie es klingt und passt sich an. Machen die HomePods von Apple auch. Ich wünschte mir, der Beam könnte das auch einfach hinstellen und vergessen. Es ist so ein bequemer Lautsprecher, da möchte man da nicht diesen Tanz mit dem Handy vollführen. Aber insgesamt wieder sehr empfehlenswert. Das neue Design gefällt mir sehr gut. Ich wünschte, der Arc würde auch so ausschauen wie der Beam, ehrlich gesagt. Falls sich jetzt noch jemand fragt, was soll ich denn nehmen, den Beam oder doch mehr ausgeben und den Arc kaufen? Die Frage kam auch schon, als ich das Video zur Ankündigung schon gemacht habe. Es ist halt immer eine Budgetfrage, was möchte man ausgeben? Beide klingen sehr, sehr gut für den Preis, den man dafür ausgibt. Wenn man sie nebeneinander verwendet, gerade jetzt in unserem TV-Setup, was ja ein bisschen limitiert ist, merkt man trotzdem den Unterschied. Beim Arc klingt alles noch ein bisschen weiter, raumfüllender, ja, schöner halt. Und beim Beam ist alles ein bisschen, wenn man die Augen zumacht, ich erkläre es immer so, wenn man die Augen zumacht, sieht man, weiß man genau, wo der Ton des Beam herkommt. Beim Arc ist es schon ein bisschen schwieriger, ihn einzuschätzen, wo er herkommt. Da zeigt man vielleicht mal dahin, mal dahin, mal dahin. Beim Beam zeigt man immer nach vorne. Aber ja, je nach Budget halt, was man ausgeben möchte. Und wenn man sparen möchte, ja, ich bin immer noch ein großer Fan der anderen Sonos-Produkte, des Symphonisk, der ist halt super preiswert, aber eignet sich nicht so wirklich als TV-Soundbar, weil er halt keinen HDMI-Eingang hat. Ja. Haben wir schon wieder von HDMI. Ich muss mal irgendwo ein HDMI-Selbsthilfegruppen gründen. Also dieses HDMI-Kabel ist wirklich so, alles, was mit HDMI zu tun hat, ist ärgerlich. Bin wirklich gespannt, was dann noch kommt. Apple wird ja auch gemunkelt arbeiten an einer Soundbar, wo der HomePod drin ist und ein Apple TV drin. Das fände ich großartig. Roku hat das schon. Habe ich gerade neulich jemand gefragt, ob ich den nicht mal testen könnte. Ich weiß gar nicht, ob der in der Schweiz erhältlich ist. Soundbar kombiniert mit Streaming-Box oder sowas. Das ist natürlich auch schlau, weil dann hast du Lautsprecher und Abspielgerät kombiniert. Dann kommt automatisch der beste Ton aus dem Lautsprecher raus und das Bild geht dann noch in den dummen Fernseher rein. Finde ich vom Prinzip her auch genial. So, falls ihr findet, Raphael hat wieder viel zu lange über HDMI gelästert und kommt auch nicht raus bei dem Zeugs, Daumen nach unten. Falls ihr findet, doch, hat er gar nicht so schlecht gemacht, Daumen nach oben. Falls ihr noch Fragen habt, unbedingt in Audioforen gehen, da kann man sich stundenlang über HDMI unterhalten. Nein, ihr könnt natürlich Fragen nach unten reinschreiben, ich versuche sie zu beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich mich hoffentlich nicht wieder über HDMI-Kabel ärgern muss.